Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Quest 11. Wir suchen gerade Xero. Ich habe keine Ahnung, wo Xero ist. Xero. Kann ich nicht zerstören. Dann gehen wir mal nach oben. Xero, Xerochen. Bist na du? Bist denn der Xero? Bist du Xero? Rodo und Shade. Du bist nicht Xero. Da ist halt nur der Ladame. Kann man da irgendwie hoch? Schon mal hochgehen, vielleicht ist der da oben. Mein Junge, ich kenne euch doch. Ja, ich bin der Champion. Glückwunsch, ich bin der. Da kann man sich hochhangeln. Ja, dann ist der bestimmt da. Ja, nächstes Mal. Ja. Bleibst du? Nein, schade. 800 Gold. Warum war ich da noch nicht früher? Bist du Xero? Was ist das für ein Leben? Du bist doch Xero. Nun, du hast ihn gefunden. Warum du mit mir sprechen willst, ist allerdings schleierhaft. Was, dein Kind will ein Autogramm von mir? Das gibt's doch gar nicht. Mann, wie soll der Junge überhaupt von mir gehört haben? Es scheint mir kaum jemand zu merken, dass es mich überhaupt gibt. Das ist gerade mein Ding. Und weil ich mich niemanden sehen kann, kriege ich auch keine Nummer für die Partnerzulosung. Ist immer wieder dasselbe. Das ist, als wäre ich unsichtbar. Sie bemerken mich ja noch nicht mal, wenn ich direkt ins Ohr brülle. Ja, ja, wir haben Xeros Autogramm gekriegt. Ich hoffe, Xero ist jetzt viel glücklicher. Schauen wir nochmal nach da oben. Ob ich noch die andere Olala-Dame am treffe. Also ich denke, wir müssen nach oben gehen, da wo dieser Heini da rumsteht und so sagt. Allerdings könnte es auch sein, weil das hier ein bisschen anders später aussehen wird, dass wir dann dahin müssen. Das ist vermutlich eher. So, dann gehen wir nochmal zurück zu den Jungen. Und dann gehen wir weiter nach Aschenburg zu Bodo und Shade. Wo ist denn? Und habt ihr. Ja, ich hab das. Ihr habt es geschafft, toll. Aber warum gibt es hier eigentlich so viele kleine Kinder im Waisenhaus? Aber es gibt hier kaum Leute, die hier wohnen. Also bekommen das denn irgendwelche Camper und sagen so, wow. Bitch, ich muss mal kurz campen gehen. Hier habt ihr mein Kind, ich will das nicht wieder zurück. Also keine Ahnung, warum gibt es hier so viele Kinder, aber keine Erwachsenen, die irgendwie Kinder kriegen könnten. Oder gibt es hier, ja, es gibt hier schon viele Frauen, dass man halt irgendwie sagt so, ich möchte die nicht ohne Vater aufziehen, also sollen sie lieber ein Heim leben oder sowas, weiß ich. Let's go. Funkelflecken. Umland von Aschenburg. Ach, endlich wieder Tageslicht. Ach, habe ich es vermisst. Hatten wir jetzt einige Folgen nicht mehr. Tageslicht war uns echt lange verwehrt. Gut, dann müssen wir jetzt nach unten. So, ach, das sind auch wieder die süßen Dinger. Boah, meine Nase juckt heute voll. Ich glaube, ich muss noch da oben. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss nach oben. Okay. Da ist so ein Fliegi-Fliegi-Viech. Ich will Fliegi-Fliegi-Viech. Nein, ich will Fliegi-Fliegi-Viech. Und ich glaube, ich krieg Fliegi-Fliegi-Viech. Kämpfen. Oh. Ich bin jetzt dann gespannt, welches Level wir jetzt eigentlich sein sollten, also was dann die anderen Begleiter für ein Level haben werden. Bin ich sehr gespannt. Oh, wir haben den Bienenstichler kaputt gemacht. So ein Bienenstich wäre jetzt auch geil. Ihr kennt jetzt diesen Fertigkuchen, den es immer so bei Netto und so gibt.
Und ja, ich hatte den halt im Kühlschrank stehen und der stand halt da einen halben Tag und dann war der halt irgendwie nicht aufgetaucht, weil ich hatte so Bock auf so einen Bienenstich. Und dann war der halt noch halb gefroren, also er war irgendwie dann mehr so ein Bienenstich-Eis und ich habe den halt gegessen und fand den mega geil und dann musste ich kotzen. Das war eine wunderschöne Geschichte von meinem Erlebnis mit dem gefrorenen Bienenstich. Man sollte wohl keinen gefrorenen Bienenstich essen. Ich habe eh das Gefühl, glaube ich, dass in denen dann Gelatine drin ist, weil zum Beispiel, glaube ich, in diesen Röhrenkuchen, da ist Gelatine drin. Und das esse ich ja nicht. So. Ich habe auch für den Fall, dass ich einen Erdbeerkuchen möchte, Eigantine, das ist einfach aus Eigen und das schmeckt einfach kacke. Also es schmeckt eh nach nichts, aber es ist halt richtig creepy irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich Eigantine erklären soll. Kannst du irgendwie höher fliegen? Okay, er kann halt irgendwie so einen Meter springen, also es muss ja einen Sinn haben, dass der einen Meter springen kann. Das kann ja nicht komplett sinnlos sein. Ich denke auch, dass hier irgendwo dieser ödige Zweig ist. Komm ich da hoch mit dir? Irgendwo anders? Puh. Keine Ahnung, Leute. Aber ich habe jetzt eine Biene. Ich habe meine eigene Biene. Komm, ich kann noch fliegen. Warum kann ich da nicht hinfliegen? Gut, dann wird meine Biene halt weitergeritten. Oh. Eventuell hatte ich da so ein Zusammentreffen mit so ein paar Gegnern. Eventuell. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber ist ja doof. So. Bams. Serenas MP sind wieder da hergestellt. Metallheilung. Heck. Umgefallen. So, was haben wir da? Ein Erik, der Einschlag und weg war. Ich kann wahrscheinlich, ich habe doch gerade so ein Schwert abgelegt. Das kann der doch bestimmt gebrauchen. Ja. Ich muss hier alle mal besser ausrüsten. Okay, ja, jetzt den Dolch, ja, den Meucheldolch. Ist in Ordnung. Der Ronaldo soll das haben, was er möchte. Ronaldo ist ein bisschen creepy. Finde ich zumindest. Oh, da oben ist Schatztrüchen. Ich zum Schatztrüchen möchten. Wie kommt ich zu Schatztrüchen? Ich kann halt auch nicht irgendwie übelst mit der hochsteigen, weil diese Biene halt scheiße ist. Das muss man noch dazu sagen. Und noch da beim besten Willen nicht hoch. Den späteren Verlauf des Spiels, dass ich jetzt gar nicht da hochkommen soll. Jetzt höchstens zu diesen Teilchen, zu meinem Klumpen Silbererz kommen sollen. Ja, ich denke, ich komme da erst im späteren Verlauf des Spiels hin. Wie schade. Das ist ich jetzt gar keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. So. Oh, könnte meine Nase jetzt wirklich mal aufhören zu jucken? Das nervt. Oh. Okay. Oh, ich bin in einen Gegner reingeschwebelt. Ich sehe nicht so nett aus. Tatsächlich wirkt dieser große Gegner ein bisschen bedrohlich. Aber auch nur ein bisschen. Sehr, sehr. Da hinten glitzert was. Das verwirrt mich. Ich möchte dahin, wo es glitzert. Kann ich hier wegrennen? Ich will zu den Glitzerdings. Ist jetzt tot, ja. Cool. Ich möchte einfach nur zu den Glitzerdings. Er hat sich mir im Weg gestellt. Das ist nicht meine Schuld. Oh, das ist eine große Gude. Oh. Das ist
ist das, was ich für den Auftrag brauche. Okay. Gut, dann reite ich mal weg. Wir gehen dann noch ein bisschen weiter und fliegen wir später nach Zwiesland Pool zurück. Schauen wir mal, ob da was ist. Ich kann doch da nicht umsonst drüber fliegen. Das kann mir doch keiner erzählen. Zumindest ein Tickling oder so könnte da jetzt rumhocken. Eine Wetterkuh. Mal sehen, wo. Ein Klumpen Eisenerz. Okay, dann ruhen wir mal an dieser Stelle. Machen wir ein bisschen ausruhen bis zum Tagesanbruch. Da, dann geht's gleich weiter. Okay, ich bin wieder auf meine Biene. Ich habe meine Biene über Nacht wohl nicht verlassen. Sie ist ein treues Tier. Ein Schmetterlingsflügel. Bist du ein echter Ticklinger, der nicht verschwindet? Bitte sein echt. Ich muss hier mal absteigen. Ich habe hier ein wichtiges. Ich habe da, glaube ich, einen Tickling entdeckt. Oh, Tick-Tack. Ich werde ja dich bringen. Ja, ich habe ein Zeitwort. Dann werden wir später mal nach Ticklingen schauen und schauen, dass da irgendwas mal vorangeht. So. Und da haben wir einen Stab der Schnelligkeit. Das wollte ich für Veronika doch haben. Geizig sein lohnt sich. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Wirklich nicht so. Es sieht ja alles recht kaputt aus, wenn ihr mich fragt. Da ist noch ein Dings zu finden. Ein Eschenburger Heller. Okay, da unten sind Gegner, die wir noch nicht kennen. Ich gehe einfach mal zu den Großen hier hin. Hallo, du Bärchen oder was auch immer du bist. Oh, du bist ein Rhinoceros. Wildschwein. Wildschwein war das Wort, was ich gesucht habe. Bin immer noch so fasziniert von der Einspornsport-Folge, die ich mir gerade angeschaut habe. Und zwar meine Lieblingsfolge habe ich mir immer wieder angeschaut. Das ist natürlich das mit dem Lagerfeuerlied. Und das ist so eine wunderschöne Folge, dass ich mir dachte, weil das war halt bei Amazon Prime, ist halt die dritte Staffel kostenlos. Und dann dachte ich mir so, schauen wir mal meine Lieblingsfolge an. Und die ist so schön einfach nur mit Thaddäus. Sie freut, dass SpongeBob und Patrick beim Campen sind und die campen einfach im Vorgarten. Und dann fühlt sich Thaddäus von ihnen verarscht, weil sie halt sagen so, ja, mach's wie die ganzen Städte hocken, verweichlich daheim, lesen ein Buch. Und dann will er es ihnen zeigen und macht dann mein Camping mit. Und dann will er einen Seebären andocken, weil er denkt, Seebären gibt's nicht, weil das sind so richtig unprofessionelle Zeitschriften drin stand. Hat dann alles getan, was da drum stand, dann kam ein Seebär und hat ihn verprügelt. Sehr wunderschöne Folge. Aber Patrick und SpongeBob waren safe, weil sie sich in Anti-Seebären-Kreis gezeichnet haben, der den Seebären tatsächlich abgehalten hat. Und dann haben sie gesagt, so, ja, sei froh, dass es kein Serienozerus war. Und was lockt die an? Das Geschrei eines Seebärenangriffs. Oh, und dann war da ein Serienozerus. Und zum Glück haben wir alle unsere Anti-Serienozerus-Unterhosen an, nicht wahr, Thaddäus? Unsere was? Mann! Das ist also Eschenburg. Ich habe ja die Gerüchte darüber gehört, was hier passiert ist, aber das hatte ich doch nicht erwartet. Ist die Stadt aus den Vorspannen? Unvorstellbar, dass sich hier von nicht allzu langer Zeit noch eine Weltstadt befand und sie in nur einer Nacht in Schutt und Asche gelegt wurde. Die Königin und Königin wurden Monster ermordet, genau wie die Prinzessin von Heliodor. Dabei war die Ärmste nur zu Besuch hier. Aber das weiß natürlich alles selbst. Schließlich geht es um deine Eltern. Ja, blöd. Also, wo ist denn nun der Alte von dem Turnier? Und warum hat er uns überhaupt den weiten Weg hierher kommen lassen? Schaut, die Fackeln dort brennen. Er muss irgendwo da drin auf uns warten. Es ist irgendwie traurig, dass hier die ganze Stadt irgendwie. Ein Dinosaurier. Was haben wir aus Stardew gelernt? Dinosaurier nie angreifen. Die brennen einen nieder.
Hallo, grüner Drache. Stardew müssen wir echt langsam mal weiterspielen. Ich schaue, von wem, was ich am wenigsten Folgen habe, und das fühle mich dann immer in letzter Zeit. Und derzeit haben wir von Dragon Quest am wenigsten. Ah, so kommt Dragon Quest. Und dann gibt es eine neue Aufnahmesession, glaube ich, das nächste von Stardew. Und dann My Time at Sandrock vermutlich. Ernsthaft. Veronika, kannst du bitte einmal nicht verrecken? Danke, dass du wieder lebst. Peng. Ah, die Fenster stehen noch. Bitte nicht auf Veronika, danke. Hätte noch einen Angriff, bitte nicht auf Veronika. Okay, Veronika ist wieder geheilt. Ich werde auch wieder geheilt. So, nein, Erik ist geheilt. So nach dem Motto, wenn ich sterbe, so scheiß drauf. Gut, grüner Drache ist besiegt. Yay. Nein. Okay, ich heal mich an dieser Stelle mal. Okay, und dann machen wir einen kurzen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Dragon Quest 11. Bis dahin, tschüss.